Hallo, das wird mein vorerst vorletztes Video für 2024. Und zwar habe ich mir überlegt, ein kleines großes Projekt zu machen für die restlichen 100 Tage des Jahres 2024. Am 22.09. haben wir alle noch 100 Tage, bis das Jahr zu Ende ist. Und ich habe beschlossen, ein sehr ambitioniertes Projekt zu starten und wollte euch hiermit auch darüber informieren und vielleicht auch sogar dazu einladen, mitzumachen. Warum das so ein ambitioniertes Projekt ist? Ganz einfach. Ich habe beschlossen, auch in diesen 100 Tagen komplett auf Social Media zu verzichten und keinen Content zu machen. Damit ich dieses ambitionierte Projekt auch wirklich durchziehe, um mir auch so ein bisschen selber Druck zu machen, weil nur dann kann ich was wirklich gut durchziehen, habe ich mir gedacht, dieses Projekt auf allen Social Media Plattformen anzukündigen. Was genau dieses Projekt beinhaltet, darüber reden wir jetzt. Also einmal kurz für den Kontext. Ich mache mir schon sehr lange Gedanken, wo ich künstlerisch eigentlich hin will und bin ja 2020 mit dieser Reise gestartet, mich mit meiner Kunst auch selbstständig zu machen. Und momentan bin ich Teilzeit in einem Job und Teilzeit mache ich die Sachen mit meiner Kunst. Ich habe einen Shop, bin dieses Jahr das erste Mal auf einer Convention gewesen. Das war eine wunderbare Erfahrung, die ich machen durfte. Und jedes Mal, wenn mich jemand fragt, hey, was für eine Kunst machst du eigentlich, habe ich Schwierigkeiten, diese Frage zu beantworten, weil ich selber das nicht ganz genau weiß und auch nicht ganz genau beschreiben kann. Es fällt mir halt schwer, dadurch irgendwelche Projekte anzufangen oder Illustrationen anzufertigen und durchzuziehen, weil ich überhaupt nicht genau weiß, was will ich eigentlich damit aussagen, wo will ich eigentlich hin. Ich habe die Tage ein total tolles Video von Lil Starnut gesehen, das verlinke ich euch in die Videobeschreibung, was mich dazu inspiriert hat, mir wirklich nochmal Fragen zu stellen, wo ich gerne hin will und was ich gerne machen möchte. Dann war es ja auch eins meiner Ziele, 2024 viel zu zeichnen und ich kann jetzt schon sagen, dass im Vergleich zu letztem Jahr ich wirklich viel mehr zeichnen konnte, aber trotz dessen war Zeichnen bis jetzt immer einer der letzten Prioritäten, die ich hatte. Mir war wichtig, Content zu kreieren. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, was ich mit meinem YouTube-Kanal machen möchte, Shorts, Instagram und so weiter und so fort und habe festgestellt, dass auch da mir so ein bisschen der rote Faden fehlt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich frustriert es ein bisschen, wenn ich mir Sachen vornehme und die nicht durchziehen kann. Und ich habe festgestellt, dass je mehr ich auf Social Media bin, je mehr ich anderen Dingen Prioritäten gebe, desto weniger kümmere ich um mich, was ich eigentlich möchte und um meine Kunst. Und eines meiner großen Probleme ist, vielleicht kommt dir das ja auch bekannt vor, dass ich ganz oft auf Social Media doomscrolle, dass ich mich gerade bei Instagram mit anderen KünstlerInnen vergleiche und ich habe festgestellt, dass ich ganz oft auch Dinge mache, nicht weil ich die gerne machen will, sondern weil ich denke, ich komme damit besser an Reichweite oder dergleichen. Und das sollte eigentlich der letzte Part in dieser ganzen Sache sein. Und anstelle selber zu zeichnen, habe ich ganz viel Content konsumiert. Ich habe auch bei der Convention gemerkt, dass ich natürlich einen wesentlich größeren Katalog auch an Zeichnungen haben sollte, egal ob es jetzt Fanart sind oder Originale, um überhaupt auch Sachen verkaufen zu können. Und es ist auch so, ich habe ganz viele Ideen gehabt, die ich dann aufgrund von Zeitmangel verworfen habe. Und da ich mich von Social Media nicht mehr so beeinflussen lassen möchte, was eben die Kunst an sich anbelangt und das Kreieren von Zeichnungen und ich mir aber auch selber nicht so Druck machen möchte, Content zu produzieren und genau den umgekehrten Weg zu gehen. Ich überlege mir Content, mache dann meine Zeichnung und verwurste das dann als Content eben und nicht umgekehrt, ich zeichne und mache daraus dann Content, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Projekt zu machen, was sich nennt 100 Days for Art, 100 Tage für Kunst. Da das ein sehr ambitioniertes Projekt ist, habe ich mir ein paar Rahmenbedingungen überlegt und ein paar Regeln für mich selber, die ich mit euch teilen möchte, falls ihr Interesse daran habt, mitzumachen. Regel Nummer 1 ist, in diesen 100 Tagen mache ich auch einen Social Media Detox. Das bedeutet, ich announce auf jeder Social Media Plattform, auf der ich momentan aktiv bin, dass ich diese 100 Tage durchziehen werde. Dafür bereite ich Posts vor, denn ich weiß jetzt schon, ich werde immer wieder zu meinem Handy greifen und versuchen, die Instagram-App zu öffnen. Deswegen, damit ich es auch wirklich, 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 wirklich durchziehe, werde ich auf meinem Handy alle Social-Media-Plattformen löschen und deinstallieren. Auf meinem Computer werde ich mich überall ausloggen und die ganzen Seiten mit einem Browser-Add-on blockieren. Die einzige Plattform, die offen bleibt, ist YouTube, weil ich mir selber erlaube, und das ist die zweite Regel, 1 bis 2 YouTube-Videos am Tag zu gucken, weil das die
einzige Plattform ist, auf der ich quasi überhaupt irgendwas gucke, weil ich gucke eigentlich kein Amazon Prime, Netflix oder weiß was. Drittens, ich werde diese 100 Tage dokumentieren, aber total oldschool über meine Webseite bzw. meinen Blog, über meinen Newsletter und über Patreon. Patreon werde ich beibehalten, weil die Leute dafür monatlich bezahlen. Viertens, ganz wichtig, Updates werden wieder eingeführt. Das heißt, man nimmt sich einmal die Woche ein bisschen Zeit und macht was Schönes für sich, für seinen Inner Artist. Das möchte ich gerne wieder einführen. Ich möchte gerne Kunst konsumieren, aber eben nicht online durch Scrollen. Was dann noch dazu kommt, ist wieder regelmäßig zu journalen. Jeden Tag 3 Morning Pages schreiben. Das hat mir wirklich extrem viel geholfen. Ein auch wichtiger Punkt, und zwar möchte ich gerne wieder mehr für meine Gesundheit tun. Das heißt mehr Sport, jeden Tag 10.000 Schritte laufen und versuchen, einen quasi Art Walk oder wie man auch immer das nennen möchte, mit in meinen Alltag einzubauen. Denn es ist halt schon so, ich kann halt nur zeichnen, wenn ich auch gesund bin. Und das möchte ich gerne mehr wieder in den Vordergrund rücken. Dann ist das ein Punkt, den ich mir vorgenommen habe. Ich möchte gerne den Discord-Server, über den ich gleich nochmal kurz spreche, gerne wieder aufleben lassen und mich darum kümmern, dass ich beispielsweise Coworking hoste, beziehungsweise wieder ein bisschen mehr netzwerken und mich mit Leuten persönlich austauschen. Der allerletzte Punkt und die allerletzte Regel, die ich mir auferlege, ich werde nur Content machen, wenn ich darauf Bock habe. Für mich, wenn ich es dokumentieren möchte, wenn nicht, dann nicht. Die Reise an sich werde ich auf jeden Fall dokumentieren über Blogposts, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn ich Bock habe zu filmen und zu erzählen, wie es mir geht und auch meinen Progress zu filmen für eventuelle YouTube-Videos in der Zukunft, dann ist das auch okay. Aber das ist kein Muss, weil ich mich nämlich mehr darauf konzentrieren möchte, meine Kunst zu machen und das zu machen, was wichtig ist und essentiell. Das wären die Regeln und Rahmenbedingungen, die ich mit euch teilen wollte. Wenn ihr Lust habt, daran mitzumachen, sind das vielleicht Regeln und Rahmenbedingungen, die mit euch resonieren. Könnt ihr natürlich auch ändern, wie ihr wollt. Jetzt werdet ihr euch sicher denken, oh, das ist so eine bescheuerte Ankündigung von irgendeinem YouTuber, die sagt, ach, ich werde aufhören. Nee, das ist es nicht. Ich wollte das auf YouTube und allen anderen Social Media Plattformen, wo man mich finden kann, announcen erstmal A, falls mich irgendwelche Leute kontaktieren sollten wegen irgendwas, dass sie dann wissen, oh, alles klar, ich kann ihn nur über E-Mail oder dergleichen erreichen und nicht zum Beispiel per Instagram DMs. Und ich will nicht einfach so verschwinden und es fragt sich doch irgendwer, wo ich abgeblieben bin. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich der dritte Punkt. Ich möchte das wirklich durchziehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das nur in meinem Journal reinschreibe, ich mache das, weiß es halt sonst keiner. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn ich das auf allen Social Media Plattformen announce, dass ich wirklich richtig committen kann, weil es wäre doch schon super peinlich, wenn ich dann in 2 Wochen sage, hier bin ich wieder, es hat nicht geklappt. Und das ist so ein bisschen so meine Hoffnung. So, das hätten wir also erstmal geklärt, was die Regeln sind, was die Rahmenbedingungen sind, um dieses ambitionierte Projekt durchzuziehen, denn ich muss auch wirklich sagen, dass ich zu den Leuten gehöre, die zwar immer behaupten, sie wären nicht Handy- oder Social Media süchtig, aber ich muss jedes Mal, jeden Tag feststellen, wie oft ich zu meinem Handy greife und auf Social Media gucke, ob es was Neues gibt. Und deswegen habe ich beschlossen, diese Regeln aufzustellen, eben unter anderem auch einen Social Media Detox da reinzupacken. Und ich möchte dich einladen, wenn du Lust dazu hast, du musst auch keine 100 Tage machen, an diesem ambitionierten Projekt mit teilzunehmen. Ich verlinke einen Discord-Server unten in die Videobeschreibung und in den angepinnten Kommentar. Das ist The Sketch Guild. Das ist ein kleiner Discord-Server, den ich vor langer Zeit mit ein paar anderen KünstlerInnen ins Leben gerufen habe. Der ist noch sehr leer, aber ich möchte den gerne befüllen und regelmäßig Coworking-Sessions hosten. Am 31.12. möchte ich gerne mit einem Video wieder online kommen, wo ich so ein bisschen reflektiere, wie dieses Projekt denn gelaufen ist. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird, denn das ist ein großer Schritt. Ich werde zu 100% von den Social Media Plattformen bestraft werden, weil ich fast 3 Monate nichts posten werde. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte Ende dieses Jahres so egoistisch sein, um ein besseres Standing für mich selber zu haben, um vielleicht ein bisschen besser zu wissen, was ich gerne für Kunst machen möchte, wo meine Schwerpunkte liegen und ich mir mehr Zeit nehmen kann und will für eben die Kunst an sich, weil ich das doch sehr vernachlässigt habe und dafür war dieses Jahr eigentlich auch gedacht. Ich lasse euch jetzt allein. Wir sehen uns im Dezember wieder und ich wünsche euch alles, alles Gute. Oder vielleicht schreibt man sich ja auf dem Discord-Server oder per E-Mail oder dergleichen. Ich wünsche euch viel, viel Glück, viel, viel Spaß und bis Dezember.